Perfekt, auf jeden Fall die Recording-Stimme, man kennt's. Nee, easy, erstmal auch herzlich willkommen auf YouTube heute. Ja, bei dem neuen Part von der Morning School zum Thema Leadership. Und Leute, wir haben heute eine sehr, sehr besondere Speaker, und zwar eine Person, die tatsächlich ihren ersten Monat bei IAM dabei ist und heute schon einen Part hier in der Morning School hält. Und das ist extrem crazy, weil ich habe gestern noch mit ihr telefoniert, habe sie spontan angerufen und sie muss eigentlich gleich zur Schule in ein paar Stunden, seit ich weiß, so, ist wirklich extra aufgestanden so. Und vor allem diese Person ist seit ein paar Wochen am Start und ich sehe sie jedes einzelne Mal auf der Morning School. Ich persönlich hatte Dinge, wo ich mal da war, mal nicht da war, mal, keine Ahnung, war man zu lange wach oder war man unterwegs, so wie auch immer. Sie war jeden einzelnen Tag gefühlt am Start, hat diesen Mehrwert mitgenommen so, und das, obwohl sie ja erst so kurz am Start ist, wo Leute erstmal, keine Ahnung, reinkommen müssen, wo Leute das Ganze erstmal kennenlernen müssen, aber sie war von Anfang an committed und ich habe von Anfang an in ihr das Potenzial vor allem gesehen, diese Neugier nach Wachstum, dieser Hunger irgendwo nach Erfolg. Und ja, von dem kann ich das sprechen. Ich spreche von der lieben Maddy, die einige vielleicht kennen vom Sehen, die also jetzt hier in der Morning School ist, vielleicht warte ich schon mal mit ihrem Mastermind so. Aber ich freue mich vor allem extrem, ihren Part zu hören, ihren allerersten Part, Leute. Deswegen drop mal ein paar Herzen in den Chat für die liebe Maddy. Ganz viel Liebe einmal für ihren Part. Let's go. Let's go, let's go. Easy, Herzen, sieben in irgendwas. Ich weiß, Herzen muss man auch mal diesen Emoji-Button suchen. Das dauert immer länger, aber 7, dann sollte schneller gehen. Aber nee, Guys, ich freue mich wirklich extrem. Vor allem, Maddy, ich bin mir sicher, dass du diesen Part rocken wirst. So, sie hat was extrem krass für euch vorbereitet. So, das neue Kapitel oder das vierte Kapitel, soweit ich weiß, vom Buch 21 wichtigsten Führungsprinzipien. Das heißt, auch sehr, sehr viel Value, die auf uns jetzt zukommt. Deswegen, ich würde gar nicht mehr viel Zeit verschwenden. Ich würde einmal die liebe Maddy einmal entstummen. Ich glaube, du solltest sie jetzt entstummen können. Und dann noch direkt anpinnen. Yes, let's go. Perfekt, Girl. Ich freue mich auf deinen Part. Let's go. Wir sind ready. Und ich würde sagen, let's go. Genau, ja, einmal danke, Nicole, für deine lieben Worte. Genau, für die, die mich nicht kennen, ich bin Maddy, ich bin 17. Wie gesagt, gehe nebenbei noch zur Schule und bin jetzt seit morgen in 3 Wochen am Start. Und im heutigen Kapitel das Prinzip der eigentlichen Führungspersönlichkeiten. Das Größte, worin es darum geht, ist halt, dass die Leute auf die wahre Führungspersönlichkeit halt hören. Bei Führungskraft sein ist halt wie eine Dame sein. Wenn man es anderen Leuten erst sagen muss, dann ist man keine. Ich meine, stell dich mal vor, ihr sitzt irgendwo, zum Beispiel in der Schule und in der Klasse und der Lehrer kann sich irgendwie nicht durchsetzen und sagt die ganze Zeit, ey, ich bin hier der Lehrer und ihr müsst auf mich hören. Würdet ihr so einer Person gerne zuhören oder folgen, wenn sie dauerhaft betont, dass sie quasi über euch steht und ja, der Boss ist? Jetzt meine ich davon aus, denn der wahre Leiter hält halt quasi seine Macht in der Hand und nicht nur in der Position und nicht nur die Position. Wie gesagt, eine Person, die kein richtiger Leader ist, hackt die ganze Zeit auf seiner Position rum, während ein richtiger Leader seine Macht und seinen Einfluss halt genau kennt und weiß, dass er einfach nur eine kleine Sache sagen muss, um direkt ja, die Leute zu beeinflussen. Genau, deshalb ist auch der offensichtliche Leader nicht unbedingt die eigentliche Führungskraft. Es gibt halt Leader nach Stellung und nach dem Ansehen. Und wenn man eine Diskrepanz zwischen der Person, die die Besprechung halt leitet und der, die die Menschen halt führt, feststellt, ist der Gesprächsleiter nicht der eigentliche Leader. Genau, die zwei Arten von Leader sind halt einmal der Leader nach Stellung. Die reden halt zuerst, brauchen den Einfluss des eigentlichen Leiters, um die Leute an sein Ziel zu gelangen und beeinflussen nur die anderen positionalen Leiter. Und Leader nach dem Ansehen sprechen später und brauchen allein ihren eigenen Einfluss halt, um zum Ziel zu gelangen und beeinflussen alle. In dem Buch gab es dazu ein Beispiel mit einem Priester. Die haben sich halt in so Gemeindetreffen, Gruppen getroffen. Und da gab es einen Mann, auf den halt alle gehört haben. Also das hat der Pastor halt hinterher gecheckt. So. Und in dem Moment hat er sich ja gedacht, was er macht. Und er hat halt das zu seinen Gunsten genutzt und ist immer vor diesen Gesprächen zu dem Mann hingegangen und hat halt mit dem über sein Anliegen geredet. Und weil er halt ganz genau wusste, dass wenn er das anspricht, alle halt ja auf ihn hören, gesagt. Und das ist auch mit dem Punkt gemeint, dass Leiter nach Stellung den Einfluss des eigentlichen Leiters brauchen, um halt zum Ziel zu gelangen. Und das Prinzip des eigentlichen Leiters zeigt sich halt fast in jeder Situation. Da gab es noch ein weiteres Beispiel aus dem Buch mit einem Basketballspiel, wo am Ende es halt eine Auszeit gab und einmal der Trainer eine Strategie halt gedroppt hat und der andere Spieler halt einfach nur gesagt hat, spielt mir den Ball zu und dann alle aus dem Weg. Und im Endeffekt hat sogar der Trainer nachgegeben und gesagt, dass die das halt so machen sollen,
Das zeigt halt einfach nochmal, dass jeder genau hinhört, wenn die eigentliche Führungskraft halt spricht. Ja, ein weiterer Punkt ist, dass der wahre Führungstest besteht nicht darin, wo man beginnt, sondern wo man endet. Weil ganz ehrlich, jeder große Leader hat irgendwo klein angefangen. Und es geht nicht darum, dass man halt bei null anfängt, sondern wo man halt, was man aus den Möglichkeiten und Informationen, zum Beispiel auch hier von IM, halt macht. Also ob man dazu lernt oder nicht. Und wo man dann, keine Ahnung, 5 Jahren oder so steht. Zum Beispiel Ilya Zubix oder Hussein Yava, die haben ja auch alle klein angefangen und sind dann im jungen Alter Chairman gegangen. Oder keine Ahnung, ein anderes Beispiel für eine Success Story war zum Beispiel Martin Luther King. Er war einer der prominentesten Leader von den Civil Rights Movements in den 50er Jahren, bis er halt ermordet wurde. Er hat einen Friedensnobelpreis bekommen und am 14. Oktober 1946 die berühmte Rede I Have a Dream gehalten, die Leute heute noch inspiriert. Und auch er hat halt irgendwann irgendwo klein angefangen. Noch ein Punkt, der im Kapitel angesprochen wurde, ist, dass wahre Leader sich durch bestimmte Eigenschaften auszeichnen, wie zum Beispiel Charakter, weil klar, je mehr Charakterstärke, desto mehr Einfluss. Beziehungen, und zu dem Punkt kann man einfach nur sagen, nicht umsonst wird in jedem Call gefühlt gesagt, wie wichtig Connections sind. Dann einmal Information, weil man muss ja auch wissen, was man tut. Intuition, Erfahrung, bisherige Erfolge, weil klar, je mehr Erfahrungen und Erfolge, desto besser und desto höhere Kompetenz hat man halt auch quasi. Und halt die Qualitäten, weil ein Leader ist eine Person mit der Fähigkeit, einen Menschen an einen Punkt zu bringen, von denen er selbst nie gedacht hätte, dass er halt da ja, stehen könnte. Und zweitens eine Gruppe von Menschen eine Vision und Richtung zu geben und sie halt zu inspirieren. Und jeder kann das lernen, jeder kann ein Leader werden. Wirkliche Leader bzw. Führungskräfte hören auch nie auf, sich zu entwickeln und zu wachsen. Sie haben unter anderem auch die Fähigkeiten, sich und andere davon abzuhalten, wieder zurück in die Komfortzone zu fallen und lernen halt, wie gesagt, ihr Leben lang. Und tatsächlich die letzten Punkte, die ich noch mitgeben wollte, sind so 3 Punkte zum Thema Leadership. Die habe ich in einem YouTube-Video gesehen und fand ich ganz cool. Erstens, it doesn't matter where you're from, it only matters where you're going. Also ja, quasi, wie ich schon gesagt habe, es ist so uninteressant, wo du herkommst, wo du gestartet hast. Es ist einfach nur wichtig, wo du hingehst, was dein Ziel ist, wo du stehen willst. Also mach dir so keine Sorgen über vergangene Gelegenheiten, die man vielleicht verpasst hat oder irgendwelche Fehler, die man gemacht hat, weil das ist alles vorbei. Natürlich kann man das alles ja, reflektieren und daraus lernen, aber man sollte nicht zu viel darüber nachdenken, weil einen das halt nur runterzieht und die Zukunft das eigentlich ist, was zählt. Und wie gesagt, nur weil man noch nie ein Leader war, heißt es nicht, dass man keiner werden kann, weil alles ist erlernbar. Sollte man auch in der Schule merken. Zum Beispiel Mathe, wenn man da sitzt, boah, ich kann das nicht. Wenn man das dann irgendwann doch checkt und man sich denkt, ja gut, hab's doch gelernt. Genau, zweitens, wenn du willst, dass dein Leben besser wird, musst du selbst besser werden. Wenn man eine effektive Führungskraft sein will, muss man halt Führungsqualitäten entwickeln. Und zum Beispiel immer einen Skill meistern und dann mit einem neuen Anfang und den dann lernen und nicht so alles auf einmal, weil sonst kommt man durcheinander. Und drittens, du kannst alles lernen, was du willst und du kannst alles werden, was du willst. Egal ob als Leader oder generell, wenn man weiß, was man will, sollte man alles tun, um das möglich zu machen und sich dabei halt zu verbessern. Und ja, das wäre es an der Stelle mit meinem Part. Danke, dass ich hier speaken durfte. Und ja, ich würde das Wort wieder an Nicole geben. Alright, crazy, crazy Part. Auf jeden Fall, Leute, droppt erstmal ein paar Sieben, ein paar Herzen. Ich sehe, ein paar Leute sind am Eskalieren. Ich würde aber noch ein paar mehr reindroppen. Let's go. Ey, Leute, gerade wenn ich mal drüber nachdenke, so, damals wäre ich in meiner dritten Woche hier auf der Morning School gesessen, hätte den Part gehalten. So, ich hätte nicht mal ansatzweise irgendwie so gespeakt, wie man jetzt gespeakt hat, Leute. Vor allem, das waren extrem wichtige Punkte. Also, ich sage euch ehrlich, ich habe mir auch einiges mitgeschrieben. So, das ist wirklich echt crazy. Vor allem so das Anfangsbeispiel mit der Dame, so, wenn du sagen musst, dass du eine bist, dann bist du gar keine. Es ist so krasser Vergleich eigentlich. Aber droppen mal gerne ein paar mehr Herzen und Sieben in den Chat. Also Mari, wirklich danke dir auch für deine Zeit, für deinen Part, war extrem krass.
Genau. Und ja, jetzt ist auch den ersten Part gemacht. Der zweite wird irgendwo einfacher sein. Deswegen auch geschafft. Mega, mega nice. Aber easy, guys. Ich würde sagen, ich lasse ganz kurz mal Musik abspielen für 1, 2 Minuten. Wir machen uns eigenständig Gedanken. Ich teile schon mal die Mastermind-Räume ein. Ich würde sogar sagen, dass wir es heute mal auf klassische Art und Weise wieder machen, dass wir nicht so diesen großen Raum haben und dann speaken 1, 2 Leute oder so, sondern dass wir wirklich so kleine Räumchen haben. So, weil das ist echt cool, weil da connectet man sich wirklich genauer. Da lernt man die Leute wirklich kennen. Deswegen, genau, die Grüppchen werden gleich eingeteilt. Ich würde ganz kurz. Andrew, gefällt die Aussage? Oh man. Ich würde ganz kurz mir nochmal Musik spielen lassen und dann hören wir uns gleich. Und yes, let's go.